they are microscoping you, oder wo immer sie als Mikroskop benutzen, whatever they are telecasting you, wo immer sie dich zeigen, which any medium they are using, mit irgendeinem Medium, welches to sie benutzen, spy on you, um dich auszuspionieren, may they see you seated with your master, your savior, around this table. Mögen sie dich sehen mit deinem Herrn, deinem Erlöser, um diesen Tisch herum. May they see you celebrating life and not death. Mögen sie sehen, dass du Leben feierst und nicht tot. And may they be ashamed. Mögen sie beschämt sein. May God show you a sign for good. Möge Gott dir ein Zeichen zum Guten zeigen. That those who hate you, dass die dich hassen, they may see. See your glory and let them be ashamed. Because God has helped you today and He has become your comforter. Give the Lord another clap offering. It will come down to you as a rain of blessing. Whatever goes up will come down. In Jesus' name. Bless God for this good Passover. Segne Gott für diesen guten Passover-Tag. It's a good Pascal day. Es ist ein gutes Passafest. Why am I saying Passover, Pascal, not say Easter? Warum sage ich Passa und nicht Ostern? Yeah, why we call Easter? Weil Ostern was never celebrated. Wurde nicht gefeiert. By the holy ones. Durch die Heiligen. Easter actually never occurred in the Bible except in one place in the Old King James Version written in 1611. Und Ostern findet man nicht in der Bibel, außer einmal in der alten King James Übersetzung. There's only one place. Nur an einem Ort. In only one version of the entire Bibles in the world. Nur in einer Version von all den Bibeln in der Welt. The Old King James Version. In der alten King James Version. There's only one place. Nur ein Platz. Acts chapter 12 verse 1 to 4. There, verse 4. That's the only place the word Easter was used. And the Easter was never used by the holy men of God. Und Ostern wurde niemals von den heiligen Männern Gottes benutzt. Those who were translating the Bible from the Greek into the English language, they took that word Easter and placed it, but it's originally never in the original Greek version. Sondern die, die die Bibel übersetzt haben aus dem griechischen Originaltext, die haben dieses Wort benutzt, aber im Original heißt es nicht so. The Book of Acts was written by the man called Luke. Die Apostelgeschichte wurde von Lukas geschrieben. And Luke was a Gentile. Lukas war ein Heide. Who became a Christian. Der Christ wurde. He worked with Apostle Paul. Er arbeitete mit Apostel Paulus. And he was a physician, a doctor, a well-learned man. Er war ein Arzt, ein Gelehrter. In his days, seiner Zeit, the worship, die Anbetung, before even he was born, the worship of a god called Astara, einer Göttin, die genannt wird Astara, or Astarte, oder Astarte, also known as Venus, auch bekannt als Venus. She was so popular, you know, a god of fertility, sex and immorality in that area. Die war so berühmt, diese Göttin der Lust, Wollust. And they were worshipping this goddess. Sie haben diese Göttin angebetet. The ancient Babylon, Phoenicia, and all around the ancient Babylon, Middle East. Im Mittleren Osten. They were worshipping this goddess. Sie haben diese Göttin angebetet. She was so popular, loved by her worshippers. Und angebetet von ihren. So man that. Her time was always celebrated during the spring equinox, springtime. Und diese Zeit der Anbetung fand immer im Frühling statt. And so it happened that the other believers somehow picked those words up, but they never worked with it as a part of their celebration. Because they knew only one thing about the Passover that was celebrated, yes, at the advent of coming out of Egypt. Und einige der Gläubigen nahmen dieses Wort auf, haben aber dieses nicht gefeiert, denn sie kannten nur das Passafest. They made a distinction between the Passover and that worship of the Astara. Sie haben einen Unterschied gemacht zwischen dem Passafest und dieser Anbetungszeit dieser Astara. So in that sense, when the apostle Luke was writing, he only used that word because that was known too much in those days. Und als Apostel, als Lukas das schrieb, da hat er dieses Wort nur benutzt, weil es so berühmt war und bekannt war in der Zeit. In the English-speaking countries, in den englischsprachigen also Ländern knew that. Kannten sie auch sie das. So he placed in the Easter. Und er hat dieses Ostern hineingesetzt. If you are a good Greek student, wenn du ein guter Griechisch Student bist, knowing very well that all the New Testament were written from Greek, dann weißt du, dass das Neue Testament aus dem and Griechischen all kommt, the old from Hebrew. Und das Alte im Hebräischen geschrieben so wurde. While they were translating from the Greek, und während sie aus dem Griechischen übersetzten, the original word was Pascal, war das Originalwort Pascal. And the word Pascal, und Pascal is just from the Hebrew word, you know, Pesach. Kommt aus diesem Hebräischen Pesach, which means the Passover. Welches bedeutet das Passover? So Easter never occurred.
in the original text. Im Originaltext gewesen. So we Christians, when we come here, we understand who we are. Wir Christen, wenn wir kommen, dann verstehen wir, wer wir sind. We are not ignorant of the devil's devices. Wir sind nicht unwissend über die Tricks des Teufels. We are very conscious of what we are doing right now. Wir sind sehr bewusst dessen, was That's wir tun. That's why our language even must be very specific. Darum muss unsere Sprache ganz deutlich sein. So I wouldn't say we are celebrating Easter. Also sagen wir nicht, wir feiern Ostern. It's still a Passover. Es ist immer noch ein Passafest. Celebration. Ein Fest. A time known among the Jews. Eine Zeit bekannt unter den Juden. When God will bring them out of bondage in Egypt. Als Gott sie aus der Gebundenheit in Ägypten herausführte. And he made them to understand. Und hat sie verstehen lassen. That you will do this one and remember it forever. Du tust das in Erinnerung in Ewigkeit. Kill a lamb. Bringt ein Lamm um. Put the blood on the doorpost. Packt das Blut an die Torpfosten. An angel of death will pass through Egypt. Und wenn der Todesengel durch Ägypten. Every firstborn shall be slaughtered. Wird jedes erstgeborene Kind. But when the angel of death sees the blood. Aber wenn der Todesengel das Blut sieht. The Lord said. Dann sagt der Herr. If I see the blood. Wenn ich das Blut sehe. I will pass over. Werde ich vorbeiziehen. Somebody say Passover. Passover. Amen. So, the ancient Jews, die alten Juden, and the first century Christians, und die ersten Christen, and Jesus Christ himself, und Jesus Christus, they all celebrated the Passover. Die haben das Passafest gefeiert. They never celebrated Easter. Aber kein Ostern. Because they never dedicated any celebration to a goddess that is not of God and not of the kingdom of heaven. Denn sie haben keine Feier dieser Göttin dargebracht. So born again Christians make a distinction. Also wiedergeborene Christen macht einen Unterschied. So if the world people say they celebrate Easter, just let them say, you say I'm celebrating my Passover. Und wenn die Menschen in der Welt Ostern feiern, lass sie Ostern feiern. Say somebody, you must learn to change your vocabulary because you have lived in the world so much that you have become a part of the world. Du musst lernen, dein Vokabular zu verändern. Du hast so lange in der Welt gelebt, dass es ein Teil. But Bible said, no, we are in the world. Aber wir sind We are not of the world. Sind wir nicht von der we Welt. We should not let the world educate us the way and what they know, what they do. We should educate them. It's a Passover. Someone say amen. Wir sollten die Welt uns nicht unterrichten lassen, sondern wir sollten die Welt unterrichten. In a sense, let it affect you spiritually. Also lass es geistlichen Einfluss auf dich Mentally, haben. Mental. Cognitively. Kognitiv. Let it affect your vocabulary. Lass es deinen Einfluss haben so auf dein Vokabular. So when you speak, the devil knows that you know what you are talking about. So dass, wenn du redest, dann weiß der Teufel, worüber du redest. Can you put your hands together for that blood that was shed for you? That Passover lamb. We are here celebrating the goodness of Christ. Wir sind hier, um die Güte Christi zu feiern. We are here celebrating the Paschal Lamb. Wir sind hier, um das Paschal Lamb zu feiern. Not the Easter bunny. Nicht diesen Osterhasen. Not the Easter eggs. Oder die Ostereier. But the Passover Lamb. Sondern das Paschalamm. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. John the Baptist saw him. Johannes der Täufer sah ihn. He said, "Behold, the Lamb of God." Und sagte, siehe das Lamm Gottes. Takes away the sins of the world. Welches wegnimmt die Sünde der Welt. And I want you to understand that you are at the right time. Und ihr sollt verstehen, ihr seid zur rechten Under Zeit. This cross, unter diesem Kreuz. And when the blood touches your head. Und wenn das Blut deinen Kopf berührt. Every burden will roll away. Wird jede Last hinweggerollt werden. Say amen, somebody.